So, hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute um das brandheiße aktuelle Thema. Steam Valve gibt nach, verbietet Glücksspiel mit Skins von CSGO. Schlägt ja Wellen und viele wissen nicht wirklich, was Sache ist oder wissen nicht, wie jetzt oder wie es weitergeht, sag ich mal so. Ist natürlich viel Unklarheiten in der Luft. Grundsätzlich geht es da um quasi, dass Steam jetzt sagt, okay, die Glücksspielseiten, also da gab es ja mehrere Gerichtsverfahren und was weiß ich wegen illegalem Glücksspiel, und die kommen natürlich jetzt auch alle zu Valve und die sagen, hey, Moment mal, wir haben eigentlich gar nichts mit der ganzen Sache zu tun und wollen sich davon jetzt komplett abtrennen. Des Weiteren denke ich, ein großer Punkt ist, dass natürlich extrem viel Geld mit den Seiten, Gamble-Seiten verdient wird und quasi die Steam-Handelseigenschaften dafür ausgenutzt werden von den Seiten und die dafür auch nichts bezahlen müssen im Endeffekt. Das Ganze ist ein extrem weitreichendes Thema. Es gibt jetzt auch schon hier Panikverkäufe und was weiß ich was alles auf OP-Skins und Bit-Skins und so weiter und so fort. Hier gibt es Knives bis zu 50%, es gab sogar schon welche über 60% Rabatt, weil halt jetzt viele ihre teuren Knives verkaufen wollen, weil Angst haben, wenn jetzt natürlich eine Seite wie OP-Skins oder Bit-Skins down geht, was unter Umständen natürlich passieren kann. OP-Skins ist mittlerweile noch online und Bit-Skins auch. Ich weiß nicht, inwieweit das Hintertürchen gibt, weil ja Valve eigentlich auch kein Verkauf mit Echtgeld gestattet und es auch selbst natürlich nicht tut. Die auch nochmal dazu sagen, dass sie auch keine Verbindungen mit Seiten wie OP-Skins und Bit-Skins oder den ganzen Gamble-Seiten haben. Ich finde es krass auf jeden Fall. Ich wusste oder wir wussten schon generell, dass es so kommen wird. Und das wird sich natürlich auch auf die ganzen Itempreise und auch auf den Markt ausbreiten. Ich denke mal, wenn jetzt eine Seite wie OP-Skins down genommen wird, weiß man nicht, was weiterhin passiert. Bekommen die Leute ihre Skins zurück? Bekommen die Leute das Geld? Wie auch immer. Seiten wie jetzt zum Beispiel CSGO Double ist hier wirklich Shutdown. Ich habe so einen Morgen, der Chigo hat mir geschrieben, hey, guck mal auf Weil, da geht gar nichts mehr. Hier sind noch ein paar Wetten, aber das sind Leute, die können ihre Emeralds quasi nicht mehr ausbezahlen. Die müssen da jetzt erstmal gucken, wie die das machen. Und ob sie es überhaupt wiederbekommen, steht natürlich in den Sternen. Weil einige Seiten werden jetzt natürlich dann auch einfach sagen, okay, keine Ahnung, ich greppe mir das jetzt alles und bin halt weg. Scheiß drauf, weiß es nicht. CSGO Hunt ist derzeit noch online. Kann man auch noch ganz genau, ganz normal gamblen. Ist natürlich jetzt, wenn man überlegt, die Preise, die Knife-Preise, wenn man die für 50% bekommt, kann man natürlich immer öfters hier erwarten, dass Leute ihre High-Tier-Knives reinwerfen. Ich hatte heute Morgen einen, der hat einen 1200-Dollar-Knife reingeschmissen, das man aber natürlich bei Bitskins oder bei OP-Skins für einen halben Preis derzeit kaufen kann. Also ist mit Vorsicht zu genießen. Ripskins ist auch down. Ripskins.net. Ich weiß jetzt nicht, welche Seiten noch gehen. CSGO Checkpoint funktioniert, glaube ich, noch. Ich will jetzt auch nicht auf die einzelnen drauf eingehen, welche Seiten noch tun oder welche nicht. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das ganze, die ganze Thematik weitergeht und auch wie sich die ganzen Preise auswirken. Also für Real Geld Money ist quasi schon, wirkt sich extrem aus. Ich bin aber gespannt, wie sich langläufig weiterentwickelt. Werden die teuren Items teuer bleiben? Werden die billigen Items teurer werden? Wird alles generell extrem billig? Bricht der Markt komplett zusammen? Es ist halt natürlich wie beim Diamantenhandel, wenn einer, der, ich weiß nicht, tausende Steine lagert, die dann mit einmal auf den Markt wirft, geht natürlich der Preis extrem runter und der ganze Markt kann zusammenbrechen. Und das kann hier natürlich auch passieren. Ich weiß es nicht, wie weit es gehen wird. Aber wenn ihr dazu eine Meinung habt, schreibt es einfach mal in die Kommentare. Schreibt in die Kommentare, was ihr denkt, mit dem Markt passiert, was ihr generell von der Sache haltet. Ich finde es generell eigentlich eine gute Sache, weil man muss ja sehen, wie es ist. Es ist illegales Glücksspiel. Das Illegale ist mir jetzt im Endeffekt nicht so wichtig. Was mir wichtig ist, ist, dass viele Jugendliche, auch wirklich junge Kinder, muss man ja schon sagen, hier zum Glücksspiel rangetragen werden auf so eine schleichende Basis von irgendwie, man spielt CSGO, kriegt dann ein paar Skins und kann damit gamblen und oh toll, kann man damit gewinnen. Die YouTuber machen damit Geld, die YouTuber
werben dafür im Endeffekt ja noch. Da kann ich mich jetzt selbst auch nicht raussprechen, habe ich auch schon gemacht. Ich habe mich direkt dafür geworben und ich habe eigentlich auch meiner Meinung nach mich immer relativ relativ vorsichtig ausgesprochen und deutlich gesagt, dass lieber die Finger davon lassen soll und dass man mehr gewinnt, verliert, als man gewinnt. Also ich denke mal, dass ich mich da ein bisschen mit reinem Wasser waschen kann, weil ich es immer relativ deutlich eben dargelegt habe. Aber es gibt natürlich andere YouTuber, die damit Unbug getrieben haben. Entweder waren die Teilhaber der Seiten oder haben gefixte Winne bekommen oder haben eben Werbung, im Endeffekt Werbung gemacht. Hier geht da gambeln. Und ja, darauf will ich jetzt aber auch nicht weiter eingehen. Das ist einfach ein riesiges Netzwerk, was da jetzt irgendwie in Bewegung gerät. Und ich bin extrem gespannt, wie es weiterläuft. Ich bin froh, dass ich gerade keine teuren Skins habe. Weil man nicht weiß, was mit den Preisen passiert auf lange Sicht. Ich weiß auch nicht, es gibt mit Sicherheit viele, die jetzt Hamsterkäufe machen, eben die extrem günstigen Skins, die teuren Knives, günstig kauft quasi und dann auf Lager legt, in der Hoffnung, dass sie nachher teurer werden. Was natürlich auf lange Sicht, denke ich, die Skins werden teurer werden, weil mit dem Gamblen konnte man sich ja im Endeffekt relativ gut Skins besorgen, wenn man Glück hatte. Und wenn das Ganze wegfällt, wirklich das Ganze wegfällt, dann werden natürlich die Skins extrem teurer, weil man sie nicht mehr so eben hat und man auch nicht so eben auscashen und sagt, man kann es eben verkaufen oder sonst was. Wie das im Endeffekt aber weitergeht, ob es Gamble-Seiten geben wird, die sich zum Beispiel mit Steam zusammensetzen und sagen, hey, wir wollen offizieller Partner werden, wir geben euch was ab vom Kuchen. Oder ob eine Seite wie OP-Skins einfach down geht, mal so eben, kann ich mir nicht vorstellen. Also bisher war es auch nur so, dass Valve gesagt hat, hier, macht die Seite bitte zu. So nach dem Motto, ist nett versucht. Und ich denke, wenn Seiten sich dagegen wehren, werden da dann auch noch gerichtliche Verfahren angewendet von Valve. Und gibt mit Sicherheit auch noch hier und dort dann Hintertüren, wo sich die Seiten rausspringen kann. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass OP-Skins einfach in den nächsten Tagen einfach so down geht. Dafür fließt da viel zu viel Geld und da ist viel zu viel Einfluss da. Kann ich mir nicht vorstellen, dass die sich da jetzt mal eben einfach so das alles verbieten lassen. Da wird es dann irgendwelche Hintertürchen geben und wenn nicht, dann wird es welche, da wird halt eine Wand rausgeschlagen, um da irgendwie rauszukommen oder das bestehen zu bleiben. Im Endeffekt, egal was passiert, OP-Skins ist der Gewinner auf ganze Linie und die ganzen Seiten sind Gewinner. Die haben so viel Geld jetzt in der kurzen Zeit gemacht. Jo. Ich hoffe, das war jetzt mal so die wichtigsten News. Ich weiß nicht, weil ich schon wieder so viel zum Reden hatte, ob ich jetzt was vergessen habe. Wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt es doch bitte einfach in die Kommentare. Schreibt auch auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr davon haltet, ob ihr sagt, generell ist eine gute Sache. Dass alles auch vielleicht ein bisschen geregelter laufen kann. Und wie auch immer, ob es weiterlaufen soll oder ob der ganze Hype um die Skins eh scheißegal ist, weil man sie nicht braucht, bla bla. Schreibt in die Kommentare, was ihr davon haltet oder was eure Meinung dazu ist. Würde mich auf jeden Fall brennend interessieren. Gebt dem Video einen Daumen hoch. Ich werde auf jeden Fall jetzt auch wieder die Tage wieder ein bisschen mehr streamen. Ich werde auch nochmal ein Ankündigungsvideo machen, weil jetzt so wenig auf meinem Kanal los war und generell kaum noch gestreamt, beziehungsweise fast gar nicht mehr gestreamt. Es hat sich eben einiges in meinem Leben geändert und da werde ich dann so mal grob drauf eingehen in dem Video und dann denke ich schon, dass ich heute Abend streamen werde. Also wenn ihr jetzt noch im Video dabei seid, schaut doch auf twitch.tv/hangemauLP vorbei, lasst ein Follow da. Wir werden ein bisschen reindaddeln, mal wieder die Ranks ein bisschen abranken und jo. Ich hoffe, ihr seid dabei. Vielen Dank fürs Einschalten, gebt dem Video einen Daumen hoch. Vielen Dank für den Support an alle und jo, bis zum nächsten Mal. Ciao.